Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Dungeon-Freunde zu The Fall of the Dungeon Guard jetzt. Ja, ich bin mal gespannt, ob wir heute fertig werden. Denn wie man sieht, wir sind auf Level 20 angekommen und das ist, soweit ich es mitgekriegt habe, das letzte Level. Deswegen erwarten uns hier Mini-Diablos. Und sicherlich noch andere Sachen. Bringen wir ihn einfach um. Du castest das, das auf ihn. Ihr haut weiter auf ihn drauf. Und du hast keinen Bader mehr, das ist gut. In der Reihenfolge weitermachen. Und Sirikan hat auch endlich Stufe 20 erreicht. Yay. Was geben wir ihm? Ach ja, entzünden. Auf Maximum. Also wie gesagt, ich bin gespannt, ob wir es schaffen, heute fertig zu werden. Unsere Schatzsuche haben wir ja abgeschlossen gehabt. Okay, da ist Gift, so wie das aussieht. Und hier sind zwei Wege weiter. Gift. Ja, sieht komisch aus. Okay, Gift mit Safe Zone, so wie das aussieht. Und ja, au. Da ich mal davon ausgehe, dass es von diesem Gebiet hier auch eine Karte gibt, die hoffentlich nicht da drin ist, machen wir die Giftzone erst, wenn wir die Karte gefunden haben. Würde ich sagen. Bin auch mal gespannt, ob es hier noch Secrets gibt auf dieser Ebene. Auf jeden Fall gibt es Tränke. Oh, wieder ein Diablo. Hm? Der sich nicht von mir wirklich beeindrucken lässt. Weil er einfach von meinem Betäuben weglatscht. Ja, komm, Feuermeteor, den stoppen wir mal. Wobei das keine so effektive Idee ist. Eigentlich sollten wir eben den Feuermeteor casten, dass er ihn nicht mehr casten kann. Genau, der tut halt dann einfach zweimal weh. Weil er ihn nicht öfter machen kann. Weil der so 150 Mana kostet rum. Oder 140. Dong, tot. So. Dann habe ich nämlich den nicht im Rücken, wenn ich hier lang gehe. Oh. Hier ist nochmal eine Speisekammer. Gut. Mit sehr viel Essen drin.
Ganze Käse, halbe Hartwurst. Wintersalami. Wobei das ungefähr auf selbe rauskommt. So, das war alles schon. Ja, und ich dachte mir, dass wir da ein Stack voll kriegen. Also ein Stack anbrechen. Ja, essenstechnisch haben wir sehr viel. Ja, das kann ich vergessen, also. Der Raum sieht noch ein bisschen verdächtig aus. Hier ist aber, glaube ich, nichts. Und ja, da geht's zurück. Naja, komm, das war offensichtlich. Ein Toter mit Beinschienen. Willenskraft. Was macht Willenskraft nochmal? Inventar. Und ja, ich sollte die Dinger erstmal aufsammeln. Oh, das sind Handschuhe, keine Beinschienen. Hehehe. Willenskraft. Erhöht's Blocken. Könnte er also eigentlich gut gebrauchen. So. Also unser Tank. Unser Hagrim. Na gut, ich glaube, hier ist nichts mehr sonst drin. Und hier war genau das Lager. Das wir auch schon geplündert haben. Ja. Jo, ist alles gut hier. Das heißt, hier gibt es nichts mehr, denke ich mal. Hoffe ich mal. Gift brauchen wir nicht. Gucken wir uns mal kurz die Wände hier an. Hier ist der nette Schädel. Hier sind die Toten. Hier ist schon die Wand. Ja. Gut, das heißt, wir haben nur den Weg hier. Da... Ich will umdrehen. Was zur Hölle bist du? Eine super mutierte Zecke? Also ja, er heißt Seelenzerstörer, ist Elite und so, aber... Mit dem Maul sieht er furchtbar aus. Ach, er castet auch Feuermeteor. Okay, er ist eine Elite, also... Hat er irgendwelche Resistenzen? Nein. Das heißt, wir hauen ordentlich auf ihn drauf. Gucken einfach mal, was er so spricht. Okay, Feuermeteor ist nicht so schlimm. Jetzt hat er eh kein Mana mehr. Machen wir der Reihenfolge, weil das läuft langsam aus. Heilung, so. Seelenbahn, das klingt nach was, was wir blocken sollten und wir haben es nicht. Haben wir es geblockt oder nicht? Bin ich mir jetzt gerade selber nicht sicher. Also ja, ich muss gerade sagen, unsere Heilung ist super. Du bist tot und droppst.
Ein Kompendium der Konzentrierten. Nicht wirklich was, was wir gebrauchen können. Okay, ich sehe da schon mal was liegen auf der Seite der Türe. Und ich sehe vier Öffnungen und vier Wege. Ah. Das heißt, jeder Weg hat einen Stein. Höchstwahrscheinlich. Fangen wir rechts an. Machen dann links weiter. Hi. Drachi, Drachi, Drachi. Oh. Oh, Scheißvieh, ey. Drachi ist sicherlich feuerfest? Nein, Drachi ist nicht feuerfest. Da greift mal Drachi an mit allem, was ihr habt. Du heilst fleißig. Oh, Feuerflut. Ah, Feuerflut tut weh. Ihr könnt aber auch gut wehtun. Nicht nur du kannst austeilen. So, Feuerflut. Und du bist gleich tot. Das ist schön. Naja, okay. Mehr Ausdauer, Rüstung und Hast für Serikal, aber ansonsten ist das nicht so wirklich besonders. Warum gefällt mir das da oben nicht? Du, trink mal ein, dass du wieder voll bist. Können wir uns nämlich gut leisten. Wir haben ja auch immer Rum. Selbst dann haben wir doch mehr als genug. Deswegen isst du auch mal den letzten Schinken, dass der weg ist. Naja, die Schinken, die letzte Hühnerkeule. Weil wir haben doch so viel Essen hier, das eigentlich voll heilt, wenn wir es essen. Okay, ich vertraue einfach mal darauf, dass die Fratzen hässlich sind. Noch ein Wurm. Das ist jetzt ein normaler Weihwurm. Hier stehe ich ein bisschen doof, aber macht ja nichts. Ja, stimmt. Ich kann eigentlich auch einfach das machen. Das ist effektiver. Er kann sich ja nämlich nicht drehen, während er seine Feuerflut macht. Ich kann ihn aber weiter hauen. Wie bist du jetzt gestorben?